Das Geheimnis des Aokigahara-Waldes. Der Aokigahara-Wald, auch bekannt als der Selbstmordwald, ist ein Ort, der von tiefen Schatten, Geheimnissen und Legenden umgeben ist. Die dichten Bäume und das undurchdringliche Unterholz geben dem Wald eine unheimliche, entrückende Atmosphäre, die selbst die mutigsten Seelen in Angst und Schrecken versetzt. An einem schwülen Sommertag machten sich das junge japanische Paar Yuki und Haruto auf den Weg, diesen gefürchteten Wald und das Geheimnis der vielen Selbstmorde, die dort stattfanden, zu ergründen. Schon bei ihrer Ankunft am Waldrand waren sie von der bedrückenden Stille des Waldes überwältigt. Die dicken Baumkronen ließen nur wenig Licht durch und die Luft war feucht und stickig, als würde der Wald die Lebenskraft aus allem in seiner Nähe ziehen. Yuki und Haruto blickten tief in das dunkle Grün des Waldes und spürten, wie eine unsichtbare Kraft sie langsam hineinzog. Als sie tiefer in den Wald hineinwanderten, bemerkten sie, dass die Geräusche der Zivilisation hinter ihnen immer leiser wurden, bis sie schließlich ganz verstummten. An ihrer Stelle traten die Geräusche des Waldes, das Rascheln der Blätter, das Knacken von Zweigen und das entfernte Rauschen eines Wasserfalls. Doch unter all diesen natürlichen Klängen lauerte etwas Unheimliches, ein Flüstern, das so leise war, dass sie es kaum wahrnehmen konnten, und doch spürten sie, dass es ständig da war, als würde es ihre Schritte begleiten. Yuki und Haruto fanden schließlich einen kleinen, abgeschiedenen Platz in der Nähe eines plätschernden Baches, um ihr Zelt aufzuschlagen. Die kühle, klare Luft in der Nähe des Wassers bot eine kleine Erleichterung von der drückenden Atmosphäre des Waldes und das sanfte Plätschern des Baches beruhigte ihre Nerven ein wenig. Sie entzündeten ein kleines Lagerfeuer und ließen den Rauch in die Dunkelheit aufsteigen, als wolle er die bösen Geister vertreiben, von denen sie glaubten, dass sie in den Schatten lauerten. Während sie am Feuer saßen und ihr Abendessen kochten, konnten sie nicht umhin, sich über das dunkle Flüstern zu wundern, das immer noch in der Luft hing. Haruto erzählte Yuki Geschichten von den zahlreichen Menschen, die in den Aokigahara-Wald gekommen waren, um ihrem Leben ein Ende zu setzen. Geschichten von Verzweiflung, gebrochenen Herzen und unerträglichen Schmerzen. Die Geschichten schienen sich in den Schatten des Waldes zu verfangen und ließen eine Aura des Todes und der Trauer zurück, die so dicht war, dass sie sie beinahe schmecken konnten. Als die Nacht hereinbrach, wurde die Dunkelheit im Aokigahara-Wald noch intensiver. Das Flüstern der Luft schien lauter zu werden und Yuki und Haruto spürten, wie die unheimliche Atmosphäre sich um sie herum verdichtete. Die Geräusche des Waldes vermischten sich zu einer kakophonen Symphonie, in der jedes Knarren eines Baumes, jedes Rascheln im Unterholz und jedes Tropfen von Wasser auf den feuchten Boden wie ein Anzeichen für Böses und Unheimliches klang. Yuki und Haruto beschlossen, in der Nacht auf Erkundungstour zu gehen, um herauszufinden, was hinter den vielen Selbstmorden im Wald steckte. Ausgerüstet mit Taschenlampen und warmen Jacken wanderten sie tiefer in das Herz des Waldes, immer den unheimlichen Flüstern folgend, das sie wie ein Lockruf in die Dunkelheit hineinzog. Als sie immer weiter in den Wald vordrangen, entdeckten sie schließlich etwas, das ihnen das Blut in den Adern gefrieren ließ. An den Bäumen hingen lange schwarze Bänder, die wie die Spuren vergangener Tragödien wirkten. An einigen Stellen fanden sie auch zurückgelassene Gegenstände, Schuhe, Kleidung, Briefe und Fotos, stumme Zeugen der Verzweiflung, die so viele Menschen hierher geführt hatte. Doch während sie weiter in den Wald vordrangen, stießen sie auf noch verstörendere Entdeckungen. Sie fanden immer wieder seltsame, blutige Symbole, die auf den Bäumen eingeritzt waren, und merkwürdige Fußspuren, die in das Nichts zu führen schienen. Allmählich wurde ihnen klar, dass hier etwas weit Unheimlicheres und Dunkleres am Werk war als bloße menschliche Verzweiflung.
Als sie tiefer in die Dunkelheit eindrangen, begannen sie seltsame Gestalten wahrzunehmen. Schatten, die sich am Rande ihres Sichtfeldes bewegten und stets außerhalb der Reichweite ihrer Taschenlampen blieben. Yuki und Haruto spürten, wie die Angst sie ergriff und sich langsam in ihren Körpern ausbreitete, als sie weiter in das Herz des Aokigahara-Waldes vordrangen. Schließlich erreichten sie einen Ort, der so dunkel und erdrückend war, dass sie kaum noch atmen konnten. Hier fanden sie die Überreste eines uralten, verfallenen Schreins, der von einem unbeschreiblichen Gefühl des Bösen und der Verderbtheit umgeben war. Als sie sich dem Schrein näherten, erkannten sie, dass das Flüstern, das sie die ganze Zeit begleitet hatte, tatsächlich die Stimmen derjenigen waren, die hier ihr Leben verloren hatten. Die Seelen der Verzweifelten und Traurigen, die im Wald gefangen waren und nach Erlösung suchten. In diesem Moment wurde ihnen klar, dass der Schrein das Zentrum der bösen Macht war, die den Wald beherrschte und die Menschen in die Dunkelheit lockte. Doch bevor sie die Chance hatten, sich abzuwenden oder zu fliehen, spürten sie eine unsichtbare Kraft, die sie in den Schrein hineinzog. Yuki und Haruto fanden sich inmitten einer bizarren, übernatürlichen Welt wieder, in der die Seelen der Verstorbenen gefangen waren und endlos umherwanderten, immer auf der Suche nach einer Erlösung, die nie kommen würde. Die Atmosphäre war erdrückend und erfüllt von Schmerz und Trauer, während die Schatten der Verstorbenen unablässig ihre traurigen Geschichten erzählten. Angst und Verzweiflung ergriffen Yuki und Haruto, als sie erkannten, dass sie nun Teil dieser verdammten Welt geworden waren, gefangen in den Fängen des Aokigahara-Waldes für alle Ewigkeit. In einem letzten verzweifelten Versuch, sich aus der Umklammerung der Dunkelheit zu befreien, versuchten sie, sich gegenseitig Halt und einander Kraft zu geben, doch ihre Anstrengungen waren vergeblich. Yuki und Haruto wurden selbst zu den Seelen im Aokigahara-Wald, für immer gefangen in der Dunkelheit und den Schatten, unfähig ihrem Schicksal zu entkommen. Ihre verlorenen Seelen flüsterte nun in den Wind eine stumme Warnung für alle, die es wagen würden, die Geheimnisse des Selbstmordwaldes zu ergründen.